Uni-Besetzung, siebter Tag. Besetzung? Mit Sitzen hat das nichts zu tun. Wir gehen heute auf die Straße. Eine echte Großdemo. Mit SchülerInnen, Studierenden, Gewerkschaften und, ja, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die sitzen in Polizeiautos und ganz normalen Autos, fahren Motorrad und manche fliegen sogar Helikopter. Aber die meisten müssen zu Fuß gehen und dafür haben sie feste Schuhe, Stock und Helm. Und ich begleite sie heute. Erste Station, das Parlament. Schützenswerte Einrichtung. Aber nur ein kleines Grüppchen in blauen Uniformen. Der da ist grau. Der muss wohl was Besonderes sein. Die Demo kommt an. Ja, da. Das sieht schon eher nach Polizeiabsperrung aus. Drei in blau und einer in grau. Ja, und der Rest muss hinter der Mauer warten. Weg vom Parlament. Pfefferspray. Große Dose. Hin zum Bundeskanzleramt. Da warten auch schon welche. Doch kaum kommen ein paar Studis um die Ecke, fahren die schon wieder. Angenehm. Nur der da, dem ist die Musik zu laut. Ein echtes Postkartenmotiv. Die Studis kommen. Aber wohin gehen sie wohl? Wohin auch immer. Die Polizei will sich an alles genau erinnern. Zum Beispiel daran, wie wir Minister Hahn Lebewohl sagten. Alles wertvolle Erinnerungen für die Polizei. Wir gehen weiter in Richtung Graben. Aber wer versteckt sich da in der Hofburg? Einige Busse und wieder diese mausgrauen Uniformen. Hopp, hinterher. Wieder eingeholt und jetzt schaue ich sie mir genauer an. Ah ja, die Vega. Die agieren in Wien anstelle der Cobra. Und 300 Meter weiter läuft der Demozug. Vorneweg der Überwachungswagen, gefolgt vom Fußpersonal. Zum Stephansdom. Schwedenplatz. Alle sind auf den Beinen. Und auf Pfoten. Unterwegs in der immer gleichen Besetzung. Und wer hat es da so eilig? Ihre Ausrüstung ist jedenfalls umfassend. Ein Wiedersehen mit der Einsatzeinheit. Die hat uns doch vor wenigen Tagen die Türen zum Audimax blockiert. Sie ist ein Teil der Bereitschaftspolizei. Also Riot Cops. Auf den letzten Metern zurück zur Universität frage ich mich, wer eigentlich all die gesammelten Daten auswertet. Naja, vielleicht das LVT, da wir gerade vorbeikommen. Oder die beiden. Und wer erwartet uns an der Uni? Graue Uniform, na? Richtig, die Vega. Die Demo kommt an der Hauptuniversität an. Die Hobbyfilmer sind auch schon da. An einem Abend, an dem wir uns mal ohne größere Behinderung durch die Polizei bewegen konnten. Ja, seltsam. Ob wir uns vielleicht an die freie Ausübung unseres Demonstrationsrechts gewöhnen dürfen? Oder gab es heute einfach besondere Umstände?